Wie schon zum Prozessauftakt Ende Mai verbargen die Angeklagten Tobias N. und Steffen M. ihre Gesichter, versteckten sich vor den Kameralinsen. Doch ihrer Strafe müssen sich die beiden Männer im Alter von 31 und 26 Jahren trotzdem stellen. Am Dienstagnachmittag wurde das Urteil im dritten Prozess um den Missbrauchsskandal bei der Parkeisenbahn Wohlheide gesprochen. Der Bahnhofsleiter Tobias N. wurde zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Für dessen mitangeklagten Freund, der nicht bei der Kinderbahn beschäftigt war, verhängte der Richter eine 10-monatige Bewährungsstrafe. Es handelte sich um teils schwerere, teils leichtere Delikte des sexuellen Missbrauches. Der zweite Angeklagte soll eine der Taten zusammen mit dem Hauptangeklagten begangen haben und darüber hinaus in 2 weiteren Fällen sexuelle Missbrauchstaten an einem Jungen vorgenommen haben, der auch bei der Parkeisenbahn Mitglied gewesen ist. Der Hauptangeklagte Tobias N., der bereits 2-mal im Vorfeld wegen Besitzes von kinderpornografischen Schriften in Erscheinung trat, legte bereits am 24. Mai ein Teilgeständnis ab, gab zu, sich in 10 Fällen an 2 Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren auf dem Gelände der Kinderbahn und in Privatwohnungen sowohl oral als auch anal vergangen zu haben. Beim Verlesen des Plädoyers, bei dem Tobias N. den Blick gesenkt hielt, warf ihm die Staatsanwaltschaft erneut vor, seine Position als Angestellter der Parkeisenbahn wissentlich ausgenutzt zu haben. Von Ihnen ganz kurz vielleicht ein Statement bekommen, inwieweit Sie zufrieden, unzufrieden sind mit dem Urteil. Nein, danke. Beide Männer entschuldigten sich im Gerichtssaal bei den Geschädigten. Ihnen sei nun bewusst, dass die Taten, die sich im Zeitraum zwischen 2001 und 2007 ereigneten, falsch gewesen seien. Wir haben ja nun aus der Presse erfahren, dass spätestens seit 2002 bekannt war, dass es einzelne Täter in der Parkeisenbahn gegeben hat. Und auch an dieser Stelle hätte man schon die Notbremse ziehen müssen und eben genau solche Leute, die auffällig werden, aus dem Betrieb auf jeden Fall mit Kindern herausziehen müssen, wenn nicht gar aus der Parkeisenbahn sofort ausschließen müssen. Von insgesamt 5 Prozessen um die juristische Aufarbeitung des Missbrauchsskandals steht noch eine Verhandlung aus. Für die Opfer ist jedoch kein Ende in Sicht. Sie werden sich ihr Leben lang mit den Taten beschäftigen.